مشروب سرو میکنم؟ نخیر. بله. در کشور آلمان کارخونه مشروب سازی لوله کشیده از تو کارخونه برده تو ورزشگاه. میدونی؟ Durch die roten Schläuche wird das Bier in den Bierverteiler gedrückt. Durch Mengenzähler und Pumpen geht es dann begleitgekühlt bis zu jedem Zapfhahn in 50 verschiedene gastronomische Bereiche. In vier Kühlzentren in den Stadionkatakomben lagern sagenhafte 52.000 Liter Bier. Insgesamt 5 Kilometer Rohre schicken den Gerstensaft zu 133 Zapfhähnen. 14 Liter fließen im Ernstfall pro Minute durch jedes Rohr. Ernstfall heißt im Fußball ein Sieg. Denn dann trinken die Schalker-Fans etwa 10.000 Liter mehr als bei einer Niederlage. Um sicherzugehen, dass das Bier auch in der gewohnt kühlen Temperatur beim Konsumenten ankommt, sind die Rohre von einem 10 cm dicken Isolierschlauch mit einer Begleitkühlung umgeben. Kaum ein Fußballfan ahnt, was sich da über seinen Köpfen entlangschlängelt. Ein Leck in dieser Pipeline hätte wohl vor allem Beifallsstürme zur Folge. Pipelines versorgen die Welt nicht nur mit wertvoller Energie. Seit kurzem besitzt die Arena auf Schalke eine Pipeline, die flüssiges Gold transportiert. Ganz smart, und wenn Sie da näher hingehen, machen Sie ein Foto von diesen Fässern. Das sind unsere Stände und die haben ein Smiley. Und wenn viel läuft, dann kriegt es ein richtig schönes Smiley. Und wenn da wenig läuft, dann hört dann der Smiley auf. Und hier geht jetzt also das Bier, Bier, Bier. Das ist jetzt ein Bier. Hier geht das Bier in den Schlauch über und das war's dann, oder? Ah, da fällt es auch wieder raus. Bei der Ringleitung muss er durchgehen. Hier sind die einzelnen Durchflusszähler. Hier wird die Menge ermittelt und wird dann über unsere Steuerung an die Cloud gemeldet und dann dort verrechnet. من میخوام بگم 10 تا استادیوم جهانو خودم رفتم 34 تا استادیوم جهانو بر حسب وظیفه‌ام مسئولیت داشتم رفتم و اینا اصلا به هیچ واسطه جدی میفرمایی؟ اینایی که ما اینا رو از کجا ما در آوردیم؟ کجا میبرن شما رو اینا رو میگی؟ خب